jetzt hier in diesem Höhlensystem oberhalb der Stadt Würzburg. Und wir haben ja davon gelesen, befinden uns jetzt hinter dem Winkel der einen in der Literatur genannten Höhle, der rechtwinklig ist. Die Decke ist aus absolut stabilen, vielleicht 10 bis 20 cm dicken Muschelkalkplatten gebaut. Hier vorne sieht man dann so eine Stufe. Und wenn man jetzt mal weiter nach hinten schaut, sieht man, dass der Gang stufenweise tiefer liegt, tiefer gelegt ist. Das ist ganz bewusst gemacht worden. Und ganz hier hinten, leicht um die Ecke, wird der Gang so niedrig, dass man also vielleicht bestenfalls durchrobben könnte, müsste man aber noch ein bisschen frei machen. Auf dem Boden liegt leichteres Gestein, das man vielleicht dahin getan hat. Jedenfalls muss der Gang da hinten nicht unbedingt aufhören. Vielleicht würde man im herkömmlichen Sinn denken, dass es sich da dann vielleicht um eine Grabkammer handelt. Wenn man uns mal überlegt, wer solche Gänge baut, wozu sollte sowas im Mittelalter gebaut sein, wenn es praktisch direkt aufhört, da hinten? Also konnte sich jemand hierhin zurückziehen wollen? Ist ja die Frage. Immerhin ist hier an der linken Seite einbetoniert ein Haken. Der kann aber auch von irgendwelchen Leuten, die in jüngerer Zeit im 20. Jahrhundert oder so hier rumgelaufen sind, reingesetzt worden sein, um hier eben vielleicht, was weiß ich, zu spielen. Aber es ist gar nicht auszuschließen, dass das Ganze tatsächlich sehr alt ist. Und zwar auch noch wie folgt. Man könnte jetzt ja denken, unser Gang wäre hier in den Fels gemeißelt worden. Das ist aber nicht der Fall. Wenn man nämlich hier in den Spalt zwischen den Blöcken guckt, sieht man, dass die Blockbreite vielleicht ein Meter 20 ist. Und dahinter liegt ganz deutlich Gestein, das erinnert mich an Alcácer in Südportugal, von außen draufgeschichtet oder draufgelegt hat. Also hier ist wirklich anzunehmen, dass man das Ding oben offen hatte und dass man oben drüber diese Platten legte. An den Grenzen der Platten, das kann man übrigens hier ganz gut auch sehen, an den Grenzen der Platten sind oben drüber Decksteine gelegt worden, weil man eben nicht wollte, dass Geröll rein oder Geschiebe reinfällt, wenn man das hier abdeckt. Das ist also ganz definiert sauber gemacht. Und wer diese Steine heben konnte, der hatte es drauf. Weil die sehr schwer sind, das können wir ja mal ausrechnen, das steht dann im Kommentar zu dem Film. Hier kann man auch überall Bearbeitungsspuren sehen. Also hier hat irgendwas dran geschrappt, wer das war. Hier ist wieder die Verdeckung. Aber warum sollte jemand im 20. oder im 19. Jahrhundert auf die Idee kommen, sowas zu bauen? Der müsste ja Geld und Zeit haben, um hier monatelang diese Steine unten aus dem Gelände rauszuholen und sie dann hier so aufzuschichten. Und dann gucken wir eben ganz da hinten rein, wo die Lampe guckt, wo der Gang so niedrig wird, dass wir jetzt sowieso da nicht durchkommen. Aber es sah auch nicht so aus, als würde man da durchkommen, ohne zu graben. Rätsel über Rätsel. Die Schmetterlinge, die hier leben, werden es uns auch nicht sagen können, weil die nicht alt genug werden. Wir haben jedenfalls so einen sogenannten Höhlenspanner aus der Gattung Boarmia. Und eine Eule, die wir dann im Kommentar zu diesem Film auch noch mitteilen. Und was man jetzt hier an diesem Gestein zum Beispiel sieht, ist, dass es praktisch eine unbearbeitete Muschelkalkplatte ist mit Meeresablagerungsstrukturen. Also hier ist vielleicht eine versteinerte Muschel und im Übrigen so etwas wie Rippelmarken. Wir haben interessanterweise keine einzige Fledermaus gesehen. An sich könnte hier um diese Zeit auch mal eine Fledermaus sein. Also wir werden jetzt mal uns den Gang auch von außen angucken. Und während wir jetzt hier laufen, sieht man eben, dass ein rechter Winkel tatsächlich besteht. Rechts ist der ganz kantig gesetzt. Links ist es kurvig, ist es abgerundet gemacht. Das ist exakt rechtwinklig.
Und da sind wieder unsere bekannten Decksteine. Und auch wieder hier ganz charakteristisch eine saubere Abdichtung von oben, das nichts mehr fällt. Ja, und eine Spinne, das ist ja auch interessant, die werden wir auch nur noch fotografieren. So, jetzt gehen wir einfach den Gang zurück und hier oben an der Decke wieder beachten, ja, diese sprunghaft abgesetzten Steine. Das ist natürlich alles selbstverständlich sauber von Hand gesetzt. Leute, die die Steine in 5 cm Abstand setzen konnten, hier ist übrigens auch ein kleiner Fuchs als Schmetterling. Leute, die die Steine auf solchen Abstand setzen konnten, mussten ja irgendwie das Gewicht dieser Steine unter Kontrolle haben. Und das können wir jetzt hier sowieso so ohne weiteres nicht erklären. Und da haben wir noch ein kleines Fach. Ja, hier ist ein kleiner Wandschrank drin. Da haben sie dann vielleicht ihre Lämpchen, ihre Grubenlampen reingestellt. Auf jeden Fall ist der Wandschrank auch sauber herausgearbeitet. Da ist noch einer. Ja, da ist noch ein zweiter. Ja. Und dann werden wir über die tote Ziege. Ja, kommen. Ja, das tun wir. Ja, grüß Gott. Ja, da hat also einer auch irgendwann was reinhängen wollen. Gut. Also so wie das Ding jetzt hier angeordnet ist, ne? Das ist natürlich jetzt wirklich interessant. Wenn man sich das jetzt mal anguckt und wenn man davon ausgeht, dass dieses Gebilde hier reingeht und dann da hinten drunter geht, dann würde es ursprünglich ja hier die Oberfläche gewesen sein. Das sei angeschüttet und aufgeschüttet von oben. Sodass es auch verständlich wird, warum man hier diesen Graben da hat. Die haben das Material aus dem Graben da oben drauf gelegt. Ja, wir haben also jetzt den dritten Eingang gefunden und der dritte Eingang ist relativ niedrig. Da liegt Heu drin, aber nach wenigen Metern wird der Gang wieder so, dass man fast stehen kann. Und auch diese Höhle zweigt ganz definitiv nach links ab. Man kann also hier bis hinten reingucken, bis ans Eck gewissermaßen. Wobei hier vorne schon mal irgendwie eine Kaverne ist, wo es nach links geht. Aber hinten, sagen wir mal, in 5 bis 8 Metern mindestens, geht es links rum. Und wenn wir uns jetzt wieder erheben und ein bisschen in die Landschaft hochschauen, dann kann man eben sehen, dass tatsächlich diese L-Struktur hier vorne in der Landschaft liegt. Also da oben, bis zu diesem Abhang da hinten, wird sozusagen angezeigt, worunter der Gang sich erstreckt. Und wenn das wirklich der Fall ist, dahinter geht es wieder runter, sodass es wahrscheinlich ist, dann ist es ein Riesending und die Auffüllung bezogen auf das hier ist mindestens 2 bis 3 Meter mächtig. Und da kann man sich einfach vorstellen, dass es keiner macht, so ohne war das im Mittelalter, einfach nur um mal einen L-förmigen Gang in die Landschaft zu stellen. Das hat einfach keinen Sinn.
Auffällig ist, dass weiter hier hinten noch obendrauf bei einem Obstbaum interessanterweise eine Reihe von mächtigen Steinen liegen. Die sind bei weitem nicht so groß wie die bei den ersten beiden Cairns, aber hier oben liegen eben bezeichnenderweise auch welche rum. Und dann darf man sowieso sich überlegen, warum es hier diese ganz eigenartige Gestalt gibt. Man könnte ja an eine Mergelgrube denken, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass die Leute, um dieses hier aufzuheben, falls es hier flach rübergegangen wäre, hier die Böschung einfach abgebaut haben und das Zeug darüber gekommen ist, sodass dieser auffällige Hohlweg entstanden ist, der danach hier drüben weitergeht und interessanterweise mindestens auf der linken Seite mit einer Mauer ausgestattet ist, die eher jüngeren Datums aussieht. Also so eine Mauer würde man auch entweder im Monchique-Gebirge oder eben hier finden oder in Kroatien, die jemand gebraucht hat, um Viehtrift zu treiben. Ja, interessant.